Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute möchte ich euch etwas vorstellen und zwar habe ich für euch zwei Schalldämpfer der Firma Hackett. Zum einen haben wir hier den kleinen Belita mit 120 mm, einem Gewicht von ca. 100 Gramm und einem Zweikammersystem. Ist es der kleinere der beiden, der größere, der Standard, hat eine Länge von 171 mm, ein ca. Gewicht von 130 Gramm und hat innen drei Kammern. Die beiden Schalldämpfer sind sowohl für 4,5 mm als auch für 5,5 mm Kaliber geeignet. Zum Material und zum Design lässt sich noch Folgendes sagen. Der Schalldämpfer ist aus Flugzeugaluminium schwarz eloxiert. Hier unten habt ihr Lüftungsschlitze, durch die ihr das Gitter aus rostfreiem Stahl seht. Die Lüftungsschlitze sind dann nach oben von der Form her fortgeführt und gehen dann in diese glatte Fläche über. Öffnen lässt sich der Schalldämpfer sowohl hier unten durchschrauben als auch hier oben. Die beiden Schalldämpfer werden mittels 1,5 Zoll UNF-Gewinde auf das Gewehr aufgeschraubt und diese sind auch nur für F-Gewehre, sprich bis zu einer Leistung von 7,5 Joule zulässig. Ich habe jetzt gerade mal für euch den Standardschalldämpfer montiert. Wir spannen das Gewehr mal und hören uns mal die Lautstärke an. Ein sehr leises Geräusch, das Klacken des Gewehrs ist fast lauter. Und jetzt montiere ich mal den kurzen Schalldämpfer drauf. Und auch hier feuern wir mal. Da hört man, dass das Geräusch minimal lauter noch ist. Und jetzt zum Vergleich hören wir uns mal das Gewehr an ohne einen Schalldämpfer. Und hier jetzt nochmal in der Nahaufnahme. So, ihr seht jetzt hier das Innenleben des Schalldämpfers. Außen haben wir die Hülle aus eloxiertem Flugzeugaluminium. Dann kommt die schallabsorbierende Watte. Weiter drin dann das Gitter aus rostfreiem Stahl, das ihr unter anderem auch hier noch einmal als Eyecatcher seht. Dann möchte ich mich noch ganz kurz natürlich beim Adam Benke bedanken, der auf Anfrage von mir diese beiden Schalldämpfer zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, Adam. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder auf dem Wettkampf. Unter dem Video findet ihr dann die beiden Links der Schalldämpfer, dass ihr diese euch dann auch online gleich im Shop anschauen könnt. Kommen wir zum Fazit. Das Design gefällt mir sehr gut. Die Lüftungsschlitze hier mit diesem sehr edel wirkenden Gitter, die nach oben hin fortgeführt werden, lockern das Ganze sehr auf. Die Entscheidung, welcher für euch der bessere ist, kann ich euch nicht abnehmen. Ich werde für meine Anschütz auf jeden Fall den längeren bevorzugen. Liegt einfach daran, dass es in der Optik so für mich besser wirkt und da mir der Große auch ein bisschen besser gefällt. Der Kleine hat natürlich den Vorteil, dass er um einiges leichter und kompakter ist. Von daher, die Entscheidung müsst dann letzten Endes ihr treffen. Ich hoffe, euch hat meine Kurzvorstellung gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich danke euch für eure Zeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Gandhi.